Jo Leute, was geht ab? Mucka hier wieder am Start. Hier zusammen mit meiner kleinen Süßen, die Sonne blendet, deswegen sehe ich gar nicht, ob man die sieht. Doch, da sieht man die. Und ja, ich bin mal wieder Gast hier mit der Kleinen. Heute ist die aber ziemlich ruhig. Schönes Wetter, Sonne scheint. Ich habe hier so eine kleine Strickjacke an mit Jogginghose, meine Zockerhose nebenbei, die im Stream immer unsichtbar ist. Und ja, diese Woche gibt es gar nicht so viel zu sagen. In letzter Zeit kommt ein bisschen mehr DayZ. Ich hoffe, ist für euch, denke ich mal, ganz okay. Riptide habe ich mir jetzt mehr oder weniger gekauft. Dead Island Riptide. Ersten Teil fand ich super. Riptide werde ich jetzt im Stream zocken. Also ich denke mal, heute Abend fange ich an. Dann immer wieder ein bisschen mit ein paar RL-Kollegen. Mit denen wir auch War Thunder gespielt haben. Richtig behinderte Games, aber macht uns Bock. Oh Mann, guck mal, da hinten sind so ein paar Leute. Kennst du das? Irgendwo da. Ich hasse das, wenn Leute dich so angucken, so dumm so. Mega behindert. Aber auf jeden Fall ja. Sonst gibt es eigentlich nichts viel Neues zu sagen. Summer Sale läuft bei Steam. War jetzt letztes Mal Arma 3 im Angebot. DayZ Standalone war im Angebot. Das ist eh das Lustige, DayZ Standalone war glaube ich um 25% reduziert oder so. Und Dean Hall wusste davon gar nichts und der hat sich da beschwert, weil der ist der Meinung, allgemein, der wollte die Alpha eigentlich gar nicht verkaufen, sagt er jetzt so. Der wollte die nicht verkaufen, damit, weil der ist der Meinung, der will kein alpha-fähiges Spiel verkaufen, der will nur ein ganzes Spiel verkaufen. Deswegen hat er sich da bei Valve beschwert, keine Ahnung, oder bei Bohemia, keine Ahnung, sollen die das unter sich klären. Ja, sonst, es gibt wirklich nichts Neues zu erzählen. Mir geht's gut, Mila geht's gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Oh, ich hocke mich erstmal hier auf eine Bank. Mega gechillt hier, mega gechillt. Wo ist die Kleine? Ja, komm her. Die kleine Mila, ne? Morgen spielt Deutschland. Ich habe ja letztes Mal 3-0 getippt, war ein, ich glaube, was war das, 2-2, von mir schlecht getippt, aber naja, man kann ja nicht immer richtig liegen, ne? Ich hoffe, dass morgen Deutschland einfach nur gewinnt, wie hoch oder wie, ist egal, Sieg ist Sieg, Deutschland muss weiterkommen, damit wir noch was von der WM haben. Brasilien ist ja schon weiter, Glückwunsch an die Brasilianer. Was ich lustig finde, ist, dass Spanien ist glaube ich draußen, Italien ist draußen, die ganzen Supermannschaften. Oh, guck mal. Was ist denn los, Kleine? Dass die ganzen Supermannschaften alle nacheinander rausfliegen. England ist draußen. Bleibt nicht mehr viel. Damit ist eigentlich Deutschland, Niederlande, Brasilien so die Top-Favoriten. Ey, das ist ein scheiß Flieger auf dem Handy. Ja, sonst schaltet heute Abend ein, wenn Dead Island gestreamt wird. Kann ich noch nicht fest dazu sagen, aber ich glaube ja, weil ich muss noch ein Video für morgen schneiden. Ich denke, morgen kommt nochmal ein TTT-Video. Freitag dann das DayZ-Video, weil ich muss dann morgen übermorgen noch arbeiten. Gucken, dass ich das alles in die unterbringen kann. Aber das wird schon. Ja. Sonst, Leute, wenn was ist, sagt Bescheid. Altes Live kommt zurzeit weniger, weil ich habe einfach nicht die Zeit dazu. Ich hätte schon wieder Bock, mit dem Kevin ein bisschen zu zocken und dem Tudo, aber zurzeit einfach keine Zeit. Vor allem das Wetter ist so gut. Muss vieles erledigen, Leute. Deswegen. Mach mich aber langsam wieder los. Mila schnüffelt da. Komm, Mila, wir gehen weiter. Deswegen, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal.